So, hallo liebe Leute und willkommen zurück. Ja, zurück in unsere Heimat. Wir haben den Weg jetzt hinter uns, also ich privat. Wir werden jetzt das hier alles wegbringen und ich werde mir auch noch ein bisschen was in Sachen Keramik und Beton angucken. Und dann, ja genau. Und dann werden wir mal gucken, was wir heute machen. Ich glaube, zum Bauen wird es nicht großartig kommen, weiß ich aber noch nicht. Weiß ich noch nicht. Doch, vielleicht möchte ich hier ein bisschen Weg machen. Habe ich eine Schaufel? Ja, wohl eine Schaufel habe ich. Dann auch hier ein bisschen weitergehe. Stelle. So. Na komm. So, den. So. Ja, hier kannst du nicht mehr grasen. Tut mir leid, mein Schatzi. Hey, hier, das wäre too much. So, dann machen wir das hier noch mit Treppen und so weiter, mit Stüfchen. Dann kommen wir hier so lang. Dann, wie ich das dann hier weitermache, wie ich das hier verfeinere mit Bäumen und mit kleinen Grünflächen, Parkflächen und so weiter. Hier bräuchten wir natürlich noch ne? Wisst ihr Bescheid? Stellt das nicht in Frage. Hier, ich habe geguckt in meine Privatwelt. Das ist ein bisschen hoch, ne? Also eigentlich, meine gut, okay. In der Privatwelt habe ich das einen tiefer tatsächlich. Aber ich finde das so gar nicht schlecht. Was ist denn los mit euch? Hier, guck mal. Jetzt mach Liebe mit dem. Oder mit der hier. Nicht? Ach, come on. Aha. Guck mal, hier ein Ei. Dabei. Oh, schade. Kein Nachwuchs. Pass mal auf. Haben wir denn hier? Denn make love, not war. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. So. Könnte mal wieder ein bisschen, ne? Vögeln. Weil. So, du und du. Und du da hinten auch. Und hier habt ihr Eier. Na, noch Nachwuchs? Komm schon, Nachwuchs? Nachwuchs? Schade. Ne, aber man kann ja mal probieren. So, jetzt haben wir wieder ein paar Hühner mehr. Wie gesagt, hier müssen wir noch gucken. Die Überdachung, was wollte ich machen? Genau, ich wollte ein bisschen wegräumen. Das wird ja eine lustige Sendung. Und ich habe, oh mein Gott, ich habe total vergessen, die Thumbnails zu machen. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ja gut, die mache ich dann halt. Wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? 1, 2, 3, 4. 1, 2, das ist die dritte. Also mache ich zwei da hinten von dem Diorit, Granit und weiter. Das war ja mal doof. Das war ja mal blöde, ne? So. Diorit, Granit, Andesit. Ach du Schande. Da müssen wir, glaube ich, 2, 4, 6. Ja, machen wir das mal so. Ne? So. Hat man gehört, wie ich genießt habe? Oh mein Gott. Ich werde krank. Alter, jetzt haben wir aber auch mehr als genug Granit. Mehr als genug Granit. Und hier ist Politiker-Granit. Ah, das tut weh. Oh. Ja, das können wir hier hin tun. Ach Gott im Himmel. So, hier und dann einmal hier. So packen. So, wollen wir mal ein bisschen brutzeln? Wollen wir mal halt hier mit dem polierten Granit? Das mache ich hier. Das und das. Oh, toll. Hier, ach doof. Nein, so. Hier. Alter, ehrlich jetzt. So, und hier. Alter. Nein. So. Glas, wo kommt denn das Glas hin? Das Glas war... Hier. Lalala, lalala. Okay, das war total falsch, aber egal. So, wir brauchen Sand. Was war das nochmal? Sand und Kies und Farbe.
Möchten wir es ausprobieren. Sand und Kies. Und Farbe. Machen wir mal grün. So, ich kann nämlich, ich habe mir gerade das Rezept mal angeguckt. Ah, das Sand. Kies, Kies. Und einmal Farbe. Und zack, haben wir grünen Trockenbeton. Das ist cool. Und jetzt die Farbe weg. Ich hätte gerne Blau. Das ist. Bin ich blöde? Kann das? Blöde, ne? Bin blöde. Also doch, muss ich sagen, tatsächlich. Da scheue ich mich auch nicht davor, irgendwie das zuzugeben. Ich bin blöde. Selber. So, hier haben wir Blau. Blau ist immer gut. Oh, zack, zack, zack und zack und dies. Wir machen jetzt erstmal nicht so viel, ne? So, achtmal das und achtmal das. Jetzt haben wir Trockenbeton. Das können wir wieder zurücklegen. Und den brauchen wir gar nicht mehr. Das können wir wieder mitnehmen. Pass auf, wir nehmen das mal mit und das zurück. Alles klärchen? Ja? Gut drauf, ne? Okay, pass mal auf, was ich machen wollte. So, einmal times the day. Damit ich das nicht vergesse, Game Mode, Survival, Creative, dann wollte ich. So, ich mach mal halt von den Bergen da hinten. Damit wir auch ungefähr thematisch wissen, ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen fliegen, ist aber nicht schlimm, Leute. Wir machen die heute sowieso nichts. Diese Session ist so mehr so Graben, Buddeln, Labern und Entdecken. Ja? Also von daher, seid mal gechillt, da hinten. Wurzelt ja noch unser Granit, Diorit und Andesit. Werde ich mal da hinten zu den Bergen hin. Und dann, ich brauche ja nochmal halt, wie gesagt, zwei Screenshots. Das bringt uns ja nichts. Gelle? Das bringt uns ja nichts. Also müssen wir tatsächlich, ja. Habe ich vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist jetzt die 7. Folge. Dann werde ich jetzt, habe ich für eine Woche wieder ein bisschen was auf Tasche. Das ist nicht schlecht. Bin ja auch die ganze Zeit mittlerweile immer zum Zahnarzt hin und her am Rennen. Weil ich halt noch Kronen kriege und so weiter. Kronen und sonstige Prothesen. Das ist jedes Mal, also der Weg zum Zahnarzt ist echt jedes Mal wie, als wäre man Vieh auf dem Weg zur Schlachtbank, ne? Das ist. Und dann jedes Mal ist es tatsächlich so, ich bin ja total der Schisshase gewesen. Jedes Mal ist es so, wenn du dann da bist, du hast voll Herzpumpen. Und dann lehnst du dich zurück, machst die Augen zu, voller Herzpumpen, total verkrampft und denkst dir, hoffentlich wird das schnell fertig. Und dann sagt er dir irgendwann mal, jo, ist fertig. Dann denkst du dir, echt jetzt? Das war's? So, machen wir hier die Spalte, damit wir das nicht vergessen. Das war ja in der ersten Folge, habe ich die euch gezeigt. Hier gehen wir dann nochmal halt irgendwie einen schönen Shot. Kamera. Guten Kamerashot, also ein Kampfshot. Nein. ich bin total verdorben, wie das Internet ist. Tut mir leid. Wo hatten wir denn jetzt hier diese reichen Quellen an Diorit, Andesit und so weiter? Ja, komm, ich kann doch hier nicht so einen Kiesberg filmen. Kiesberg ist doch langweilig. Meine Oberlippe juckt. Den Berg, was sind das für komische Bäume überhaupt? Keine normalen Fichten, oder? Das sind normale Fichten. So merkwürdig gestaltete Fichten. Was ist das überhaupt für ein Biom? Zeig mal her. Biom. Wo steht das? Tiger. Alle Tiger. So, ach komm schon, wo hatte ich denn jetzt diesen schönen Blick auf Diorit Andesit? Anit. Muss ich doch wieder zurück. Dann nehmen wir mal halt diesen Teil da hinten mit den Bergen. Wo wir da halt ein bisschen was hatten. Ist nicht die Welt, aber ich will jetzt auch nicht wieder zurück zum Second Life Gebiet. So, wo kann man das machen? So.
Okay, so, das hätten wir dann. Dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, dieses Portal, das kann man auch wirklich, ja, vorne treten. Man hat ja echt viel gebracht, ne? Führt uns genau dahin, wo wir auch da hinten herauskommen. Bam, bam, bam. Ich wollte ja tatsächlich mal hier das Dorf ein bisschen verschönern. Und wirklich mal die Butzen hier ausbauen, aber irgendwie fehlt mir die Motivation dazu. So, blach. Hab ich das hier gebaut? Nein, ne? Das war schon so, ne? Ja, das war schon so. Das ist nicht mein Baustil. Ja. Aber da hinten, das hier. Das habe ich auch so. Ja, musste halt mal machen. Mal gucken, wie es aussieht. Voller Schrott, ey. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Ja, wie gesagt, hier könnten wir tatsächlich. Weiß ich nicht. Haben wir Erde? Also nein, jetzt mal safe. Erde 64er. Survival. Machen wir einfach mal, weil wir jetzt halt so cool drauf sind. Und keinen Bock haben, hier aufs Maul zu fallen. So, wir machen das hier komplett dicht, weil das ist nichts, was uns. Also wir haben hier von gar nichts, ne? Also mal jetzt mal Real Talk, wir haben hier von rein absolut überhaupt gar nichts. Kompletter Rohrkrepierer. So, dann können wir das hier machen. Dann ist sie dann halt nicht so. So dämlich aus. Noch gleich durch, keine Sorge. Ich wollte hier schon mal ein bisschen Erde lassen. Und zack. Tada! So, jetzt fliegen wir wieder ein bisschen zurück. So, wenn wir das dann hier haben, wenn wir das hier alles durchgemacht haben, können wir uns wirklich nur überlegen, dass wir dann tatsächlich den Fluss bis hierhin fließen lassen. Oder halt aber tatsächlich, dass wir, weiß nicht, wie wir das machen mit dem Weg. Gute Frage. Der hat so eine natürlichen Weg hier so quer so rüber. Ja, dass wir dann den Boden erheben. Dann hat tatsächlich so einen Stein-Dingsweg hier so drüber, als so eine Art Brücke. Ja? Dass wir dann hier so einen Weg haben auf diese Ebene. Tatsächlich, und dass er dann hier so wie so ein Bogen so langsam runter geht, dass wir den auf diese Ebene haben. Dann haben wir drumherum Wasser, das sieht schön aus und wir können hochgehen. Boah, Alter, jetzt bin ich wieder kreativ im Kopf. In deinem Kopf bist du nur wirr. Halt die Schnute. So, dann schauen wir mal, ob sich da schon ein bisschen was zugetragen hat. So, vor allem mit dem grünen Trockenbeton und hellbraun. Grüne sieht aus wie gelb. Hellblauer Trockenbeton. Mit dem kann man jetzt nicht großartig viel. Ich glaube, man kann mit Beton gar nichts machen, ne? Keine Stufen, keine Treppen, kein nichts, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Ich weiß es nicht. Ist es wieder dunkel? I'm City. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, sehr lieb von dir, sehr lieb von dir. So, wir gehen mal hier hin. Survival. Dankeschön. Auch wieder, ich appreciate. Emma. Ey, wenn du mir jetzt hier durchs. Das ist nicht so geplant. Ey, hallo. Können die mir das Feld zertrampeln? Weiß ich gar nicht. Emma. Ich hau dich. So, jetzt gucken wir mal. Geh mal weg hier, Vogel. So, kann ich hiermit irgendwas machen? Nö. 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 Man kann damit rein gar nichts machen. Aber wenn ich jetzt das Ding hier an Wasser baue. Also warte mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dafür eine Spitzhacke brauche. Basteln wir mal eben schnell eine.
Für den Fall der Fälle, ne? So, wenn man jetzt aber das Trockenbeton an oder in Wasser baut. Ich hab ich mich verjagt, Elektro Mio. So, an oder im Wasser, dann wird das nichts. Jetzt wird es zu Beton. Ah, guck mal hier. Ah, sieht doch schön aus, oder? So, du. Ach, guck mal, ich brauche gar keine. Ah, das ist okay. Ach, okay. Also als Trockenbeton hat es die Eigenschaft wie Sand und Erde. Kies. Aber wenn es halt richtiger Beton ist, dann hat es halt eine feste Eigenschaft. Okay. Ja, dann machen wir das hier mit eben auch. Alter, sieht das grün hässlich aus, ne? Mir jetzt hier halt nicht so der nach Aussehen geht, aber das sieht schon hässlich aus. So, habe ich jetzt alle? Jawohl, 8 habe ich. Kollege Schnürschuh, wir haben uns zur Seite treten. Nicht mich zur Seite treten, nicht falsch verstehen, bitte. So, können wir jetzt hier so? Nö. Es ist, wie es ist. Bleibt, wie es bleibt. Wir haben nur ganz normalen Beton. Obwohl dieser Beton, der sieht richtig nice aus, oder? Jetzt mal Real Talk. Also ich finde, der sieht super aus. Oder? Jetzt mal bitte. Jetzt mal wirklich bitte bei mal ernst bleiben hier. Einmal kurz ernst bleiben. So. Nur grün ist halt hässlich. Oh, das würde ich niemals irgendwie. Doch hellblau? Könnte man sich was überlegen. Wir hätten übrigens mit dem Beton auch da hinten. Aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu aufwendig gewesen. Oh, was Festes gehabt, ne? Gut. Beton. Beton und Trockenbeton. Wo haben wir das? Wir haben doch Gedöns. Messer. Ton, Lehm, Keramik. War hier auch irgendwas mit Beton? Nö. Dann machen wir hier mal. Nee, warte mal. Hier war irgendwie Gedöns 2, ne? Habe ich hier ein Schild? Nein, natürlich nicht. Machen wir mal eben kurz ein Schild. Falsch, ne? So, jetzt haben wir. Ach, na ja, gut, okay, komm. Ich will ein helles Schild haben. Natürlich blöd. Schild. Ach ja. Beton. Trocken, Beton. Beton. So, Beton auf diese Seite und Trockenbeton halt auf der linken, weil das ja die Rohfassung ist. So, was haben wir jetzt hier? Warum kann ich Granit nicht? Ihr wusstet das bestimmt, oder? Ihr wusstet das, oder? Komm, sei mal ehrlich, jetzt hier Butter bei den Fischen. Ihr wusstet das. Okay. Gut. Alles gut. Dabei. Hier noch, bitte Diorit. Was? Habe ich irgendwas vergessen? Polierte Diorit. Andesit. Gut. Poliert meine Fresse. Entschuldigung, dass ich halt so ein bisschen. Ja, das ist okay.
Depolierte? Oh mein Gott, ey. Ich glaube doch, damit könnte ich was anfangen. Doch, damit könnte ich was anfangen. Huch. Gut, dann bauen wir das jetzt mal ab. Also als Blöcke, fantastisch. Frage ist jetzt nur noch mal, bevor ich jetzt den Schluss mache. Wir haben echt die ganze Zeit, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. So. Tatsächlich, es gibt polierte Granittreppen. Aha. Was sollte das denn sein? Ja, ne Dings. Ich dachte, das geht. Irgendwas. Was? Warum geht das nicht mehr als Mauer? So, dann schauen wir mal. Ja, doch. Doch, gefällt mir. Aha. Cool. Ja, gut, dann machen wir mal hier erstmal so ein nichtssagendes Foto, Screenshot. Dann gucken wir mal, was wir in Zukunft damit anfangen können. Wie wir die Mauer machen, weiß ich noch nicht. Aber das ist ja jetzt auch alles egal. Wir haben den Grundstein gelegt für einige weitere Möglichkeiten in ferner Zukunft oder in naher Zukunft, wenn wir dann halt hier wieder bauen. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und für was auch immer. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, na, wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich freuen und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.